Ja, hallo und herzlich willkommen. Das dürfte hier wahrscheinlich die gängigste Variante sein, einen Amiga 500 zumindest an einen Fernseher oder Monitor anzuschließen, nämlich hier dieses Audiosignal und das RGB-Signal aus dem RGB-Port wird zusammengeführt in so ein SCART-Kabel und das kann man dann an den Fernseher oder Monitor anschließen. Problem kann bestehen, wenn der Monitor oder der Fernseher, gerade neuere Fernseher, mit diesem RGB-SCART-Signal nicht gut klarkommen. Das ist die Frage, welche Alternativen gibt es da? Zum einen haben wir hier einen Composite-Ausgang, allerdings monochrom. Warum monochrom, habe ich damals nie verstanden, aber das ist zumindest keine ordentliche Alternative. So, und eine der weiteren Alternativen ist hier der Amiga 520 HF-Modulator. Hat nicht den besten Ruf, soll kein besonders gutes Signal liefern, hat zwei Optionen. Einmal, da würde man hier den Ton auch wieder von den Chinch-Buchsen abgreifen, wird dann hier bei Audio In zusammengeführt, die beiden Kanäle. Dann haben wir hier hinten einen RF-Ausgang und könnten das theoretisch dann mit so einem Stecker hier an Fernsehgerät anschließen, nachdem wir den Modulator hier hinten in den Port gesteckt haben. Ja, ob das wirklich Sinn macht, mit einem HF-Stecker an den Fernseher zu gehen heutzutage, ich glaube nicht. Interessanter ist hier diese Buchse Video Out, da kommt ein farbiges Composite-Signal raus. Und ob das eine Alternative ist, das schauen wir uns jetzt kurz an. Zu Beginn werfen wir einen kurzen Blick auf das Antennensignal. Ja, das Bild ist unscharf, die Farben wirken verwaschen. Ja, das macht insgesamt keine Freude. Text lässt sich zwar insgesamt noch halbwegs lesen, aber dies wird auf Dauer recht anstrengend. Ja, das Bild ist unruhig. Ja, und seien wir ehrlich, das Bild ist wirklich grottig. Kommen wir nun aber zum Video-Out-Signal. Das sieht deutlich besser aus. Die Farben sind klarer. Das Bild ist insgesamt deutlich schärfer. Rot auf Schwarz scheint schwierig. Ich habe das Bild direkt per Videograbber ohne weitere Einstellung oder Korrekturen in den PC eingespeist. In der Realität ist der Effekt nicht ganz so extrem. Hier jedenfalls lässt sich die Schrift deutlich besser lesen, selbst vor verschiedenfarbigen Hintergründen. Einen direkten RGB-SCART-Vergleich kann ich hier nicht direkt geben. Denn mein Videograbber, jetzt aufgemerkt, kann das RGB-Signal nicht verarbeiten. Aber genau für diese Fälle testen wir jetzt ja den A520. Ich habe zum Vergleich dann den Textbildschirm einmal von einem Röhrenfernseher so gut wie möglich abfotografiert. Wenn wir das kurz auf uns wirken lassen, sehen wir, dass das originäre RGB-Signal links, hier also über SCART, deutlich schärfer ist als das Composite-Signal aus dem A520 rechts. Dass der A520 kein ganz so gutes Bild liefert, sieht man hier deutlich. Auch auf diesem Bildschirm oder Bildausschnitt hier sieht man in der blauen Pixelanhäufung jeweils oben links, dass beim A520 die Farben etwas verlaufen. So stört das jetzt beim gelegentlichen Zocken auf dem Fernseher. Hier kommt dann einmal die Intro-Sequenz von Lotus 2, entscheidet selbst. Also meines Erachtens ist das Signal für diese Zwecke völlig in Ordnung. Sofern man das Pech hat, auf seinem Fernseher mit dem RGB-SCART-Signal kein Bild zu bekommen, ist das Composite-Signal des AO520 durchaus brauchbar. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das sieht man auch in der kurzen Fahrsequenz, also zum Zocken reicht das völlig aus. Ja, also ganz so grottig ist das nicht perfekt, brauchbar insgesamt. Vielen Dank fürs Interesse und alles Gute.